Ein großes Plus bei all unseren Wildkräutern, die eben wild und unbändig da draußen wachsen, die nicht genmanipuliert verändert wurden. Hier haben wir die Ursprungskraft der Pflanze gewachsen an Böden, wo noch ganz viel drin ist. Und wie du sagst, sie nimmt all diese Stoffe auf, stoffwechselanregend, blutreinigend und blutbildend bei allen Hautkrankheiten. Sie wirkt regenerierend, wunderbar bei Erschöpfung, harmonisiert den Blutzuckerspiegel, entzündungshemmend. Wenn du ein Brennnesselblatt nimmst und es ganz kurz und sanft hier auf dein drittes Auge klopfst, dann gehen diese Stoffe hinein an diese Stelle und sie regen deine Zirbeldrüse an. Praktisch wie aufmachen, dass noch mehr Licht hereinkommt. Ich finde, es ist so wichtig, auf den Körper zu hören, mit was fühle ich mich wohl, wo habe ich Lust drauf. Und dieses, wo ich Lust drauf habe, das ist ja eigentlich schon die Botschaft meines Körpers. Das will ich haben, das brauche ich, das tut mir gut. Ich kriege so einen Krampf im Fuß, das fing unten an der Fuß. An ist dann die ganze Waage hochgegangen. Gott sei Dank fiel mir ein, dass Brennnessel viel Magnesium hatte. Gerollt, gegessen, 10 Minuten konnte weiterlaufen und es war erledigt für den Tag. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute Christel Ströbel und wir sprechen über die Brennnessel. Die Christel ist Kräuterexpertin oder auch Kräuterfrau und hat auch schon mehrere Online-Kongresse veranstaltet zur Thematik und ja, kennt sich mit verschiedensten Pflanzen sehr, sehr gut aus. Ich hatte bisher ein Interview mit ihr zur Artemisia annua. Das ist ziemlich durch die Decke gegangen. Stand heute waren wir, glaube ich, bei 370.000 Aufrufen schon und das Ende ist noch nicht in Sicht. Und da ich aber auch von dir schon mindestens einen Beitrag gehört habe zur Brennnessel und ich weiß, dass du ein großer Fan davon bist und dich sehr damit auseinandergesetzt hast, habe ich mir gedacht, lass uns doch ja, auch mal dazu ein Gespräch aufnehmen. Christel, was sollte man noch über dich wissen für die Leute, die ich noch nicht kenne, bevor wir uns gleich voll und ganz der Brennnessel widmen? Oh, ich glaube, du hast alles gesagt, Sören. Alles gesagt, okay, können wir Alles direkt gesagt. loslegen. Alles gut. Die Christel hat auch eine Präsentation mitgebracht, um das Ganze noch zu veranschaulichen. Willst du da jetzt schon reingehen oder wollen wir erst später da reingehen? Ich weiß ja nicht, womit die startet. Sie startet mit dem Bild von der Brennnessel. Und hangelt sich so durch, einfach was ist in der Brennnessel drin, warum ist die so wertvoll, wie sieht es eigentlich aus, warum sticht sie, sind es Stacheln, Dornen oder vielleicht doch was ganz anderes. Also all diese Dinge, die kommen in der Präsentation drin. Oh, da bin ich jetzt schon ganz gespannt, da kann ich gar nicht mehr warten. Von daher würde ich sagen, du fängst erstmal an, die zu Okay. teilen. Und vielleicht kannst du uns noch verraten, was so deine ersten Berührungen, vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes, waren mit der Brennnessel. Wie bist du damit in Kontakt gekommen? Also das war ganz sicher in der Kindheit und ganz ehrlich, ich erinnere mich nicht mehr dran. Aber es war sicherlich eher schmerzhaft, weil ich bin ja so zwischen Stadt und Land aufgewachsen. War oft bei meinen Großeltern auf dem Land, also so als ganz kleiner Zwerg bin ich da, da konnte ich noch gar nicht laufen, bin ich so irgendwie auf dem Lenkrad vom Traktor gesessen, da gibt es noch ganz alte Bilder. Und da ich eben auch immer auf dem Feld mit dabei war und als kleines Kind, da war aber so ein kleiner Bach und da gab es Kaulquappen und alles Mögliche da drin. Und das war so mein, wie erforsche ich die Natur? Und da gehört es natürlich auch unbedingt dazu, dass du aus Versehen mal in die Brennnesseln fällst. Ja, und dein erster bewusster Kontakt, dann wahrscheinlich im Erwachsenenalter, wo du dich. Im Erwachsenenalter, genau. Also irgendwann bin ich mal durch ein wunderschönes Gebiet gestreift. Es hat über 30 Grad gehabt. Ich lief mit kurzen Hosen und habe nicht aufpasst, weil ich mal wieder was weiß ich, wohin geguckt habe und geradeaus gelaufen bin. Und da sind so praktisch die Brennnesseln am Weg reingekippt. Ich habe es nicht gesehen, bin durchgelaufen. Oh, Halleluja. Und ihr kennt es alle. Das quaddelt und brennt und juckt gleichzeitig. Gott sei Dank habe ich einige Zeit vorher gelernt, wenn dir das passiert, dann hol dir unbedingt einen Spitzwegerich und zwar gleich mehrere Blätter, dreh die, versuch einen Knoten zu machen, reib die ganz lange, bis der Saft austritt und gib es direkt auf diese ganzen Stellen drauf, wo dich die Brennnessel berührt hat. Es hat sich relativ schnell beruhigt, aber dieser Schmerz erstmal, oh, genau. Ja, okay, also eher nicht so tolle Erfahrungen, aber dann gab es wahrscheinlich auch
Eine Zeit, wo du dich dann bewusster damit beschäftigt hast und geguckt hast, okay, was hat sie überhaupt mit der Pflanze auf sich? Wie kann sie uns vielleicht weiterhelfen? Was hat sie für Eigenschaften? Und darüber wollen wir heute auch sprechen. Genau, jetzt will ich dich mal fragen, Sören, wann hattest du denn deinen ersten Kontakt mit der Brennnessel? Mein erster Kontakt mit der Brennnessel, ähnlich wie bei dir, also auch als Kind. Also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und wir hatten auch einen eigenen Garten und so weiter. Und da hatte ich auf jeden Fall auch einige schmerzhafte Erfahrungen. Oder auch mal, wenn wir irgendwo Kirschen gepflückt haben oder bei irgendwelchen Obstbäumen und man musste dann leider durch die Brennnesseln gehen und hatte nur eine kurze Hose an. Oder ich war früher auch sehr, sehr viel angeln als Kind und Jugendlicher und da ist mir auf jeden Fall häufiger mal die Brennnessel begegnet, eher so im negativen Sinne. Und dann bewusst damit auseinandergesetzt habe ich mich, also ich hatte gesundheitlich sehr starke Probleme, so mit Anfang 20, obwohl ich eigentlich, also ich habe damals Sportwissenschaft studiert, war körperlich sehr fit und dann aber so einmal auf einmal ist mein System zusammengebrochen und es ging gar nichts mehr. Und dann kam ich irgendwann so zum Thema Ernährungsumstellung, dann bin ich irgendwann auf grüne Smoothies gekommen und dann irgendwann auf die Wildkräuter und dann war relativ, also am Anfang auch dann die Brennnessel dabei, weil die kannte ich schon, aber und viele andere Wildpflanzen kannte ich damals noch nicht. Und ja, dann habe ich die auch regelmäßig konsumiert und heute immer noch. Also hauptsächlich in Smoothies, aber dann habe ich auch Säfte damit gemacht, also in Säfte mit reingemacht oder dann auch Brennnesselspinat sehr gern, mache ich sehr gern. Das ist so meine Beziehung zu der Brennnessel. Da sind wir ganz ähnlich unterwegs, Sören. Bei mir ist genauso. Also ich habe vor vielen, vielen Jahren, wo ich noch als Kräuterfrau auch beim SWR war, habe irgendwann 2005 oder so mal was von Smoothies erzählt, wie man das so macht und was da alles reinkommt. Und damals habe ich noch Kirsche und alle möglichen Wildkräuter reinpackt. Und das war so wie Smoothie. Was, um Gottes Willen ist das und wie kann man sowas zu sich nehmen? Habe dann selber jahrelang Smoothies getrunken, so mit allen Varianten, auch immer mit Obst drin. Und dann konnte ich es 10 Jahre wirklich gar nicht mehr sehen. Und jetzt vor 2, 3 Jahren auf einmal stehe ich morgens irgendwie in der Küche und denke, hey, trinke ich doch mal wieder einen Smoothie. Und seither gehört es wirklich zu meiner ganz regelmäßigen Routine. Ganz ehrlich, nicht jeden Tag, aber bestimmt jeden zweiten, jeden dritten Tag. Auch, es kommt immer darauf an, was ist gerade alles zu Hause. Aber was immer reinkommt an Grünzeug, ist die Brennnessel. Und zwar, ich sammle Mai, Juni, je nachdem, also einfach bevor die Brennnessel blüht, sammle ich Unmenge an Brennnessel. Die hängen dann überall bei mir in der Wohnung am Wäscheständer und wo man sie halt so überall hinhängen kann. Und dann habe ich so ein riesengroßes Glas, da gehen 4 Liter rein und es ist gestopft voll mit Brennnesselblättern, die ich nicht zerkleinere, sondern wirklich im Ganzen reingebe, dass da keine Bruchstellen sind, wo irgendwelche Stoffe entfleuchen können. Und das ist dann mein Wintervorrat. Der ganze Sommer bis zum Herbst werden die roh gegessen, die ernte ich dann frisch draußen. Und wie gesagt, sobald dann die Brennnessel draußen nicht mehr frisch zu finden ist, dann habe ich ja meinen Wintervorrat. Und das Tolle ist ja auch, in den getrockneten Kräutern haben wir ja immer noch ganz viele Mineralien und Spurenelemente mit drin. So packe ich das in meinen Smoothie rein und weiß, es tut mir gut. Und auch die ganzen Bitterstoffe und die ganzen ursprünglichen Informationen, die Ja. uns vielleicht mehr mit dem großen Ganzen verbinden. Vorbildlich, also so vorbildlich bin ich nicht. Ich tue mich immer, ich bin eher so der frische Wildkräuter Pflücker und dann Konsument. Aber ja, grüne Smoothies, muss ich sagen, bei mir ja, ich würde sagen, auch schon fast 10 Jahren gibt es bei mir in 99% der Fälle so als erste Mahlzeit des Tages. Also nicht aus Prinzip, aber einfach mein Körper sagt mir, dass das eine gute Sache ist für mich. Ja, und ich finde, es ist so wichtig, auf den Körper zu hören, mit was fühle ich mich wohl, wo habe ich Lust drauf. Und dieses, wo ich Lust drauf habe, das ist ja eigentlich schon die Botschaft meines Körpers. Das will ich haben, das brauche ich, das tut mir gut. Und dass wir genau diesen Weg dann gehen.
Und zu allem, was ich jetzt gerade über Smoothies erzählt habe, ich bin natürlich auch ein Grünzeugesser, aber nicht in den Mengen, wie man sich das vielleicht bei einer Kräuterfrau vorstellt, sondern ich bin auch jemand, ich war heute zum Beispiel draußen, wir hatten heute 17 Grad, purer Sonnenschein, die ersten Kirschblättchen, die ersten Brennnesselblättchen, der erste Bärlauch kam aus dem Boden und da bin ich dann am Mümmeln, am Essen, habe mir auch noch ein paar Knospen dann von Hasel und von der Brombeere abgemacht. Und da bin ich dann so versorgt und so glücklich. Und das ist ja immer unser Verstand, möchte ja auch mitgenommen werden. Wenn ich weiß, was in den ganzen Pflanzen mit drin ist an Stoffen, dann habe ich so ein gutes, beruhigendes Gefühl, dass ich meinem Körper jetzt wirklich ganz, ganz viel Gutes gegeben und geschenkt habe und er das Allerbeste draus macht. Ja, dann lass uns Genau. mal schauen, was die Brennnessel so kann. Genau, also was ihr jetzt hier auf dem Bild seht, das ist wirklich die Brennnessel, so wie sie jetzt Anfang März ausschaut. Das heißt, die kommt jetzt mit aller wilden Kraft aus dem Boden, aus der Erde. Und wenn man denkt, ach Gott, das sind ja so kleine, zarte Pflänzchen und will da mal hingreifen, die sind jetzt schon genauso am Brennen, am Stechen, wie irgendwann im Mai, Juni. Also klein und zart, lasst euch da bitte, bitte nicht davor abschrecken. Einlümmeln. Ja, ihr seht grün, grün, grün. Hier sieht man zum Beispiel schon so ein Brennhaar zur Seite stehen. Hier am Stängel ist alles, alles voll mit diesen Brennhaaren. Und was die Brennnessel aber so besonders macht, sie ist die chlorophyllreichste Pflanze, die wir so bei uns in der Region haben, sagen wir mal einfach in Deutschland, in Europa. Sie hat eine absolut hohe Bioverfügbarkeit. Dieses Chlorophyll optimiert die Sauerstoffversorgung des Körpers, stärkt unser Immunsystem, beugt Entzündungen vor, ist ein absolutes Entgiftungsmittel, regt im Darm bakterielle Reaktionen an, damit er mehr Vitamin B12 bilden kann und fördert insgesamt die Darmgesundheit, denn die Brennnessel hat nicht nur Blattgrün und ein paar Brennhaare, nein, sie hat auch Faserstoffe. Und diese Faserstoffe, das ist praktisch wie Futter, Dünger, alles, was unseren Darmbakterien, die zu uns gehören, gut tut, damit sie sich vermehren können. Das ist so ein ganz kleiner Nebeneffekt, wenn wir Brennnesseln essen. Dann haben wir hier Brennnesseln im Mai etwa, nee, Quatsch, Juni, Juli. Erstmal sehen die alle gleich aus. Aber wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man hier, dann geht ein Stängelchen zur Seite weg, also streckt eher so ein bisschen die Arme zur Seite. Und das hier sind welche, da hängen wie so kleine Dolden dran, Blüten. Was ist der Unterschied? Das hier ist eine männliche Brennnessel und überall, wo das runterhängt, das sind die weiblichen Brennnesseln. Das Tolle ist, dass die meistens in unmittelbarer Nähe zusammenwachsen. Und wenn es dann diesen einen magischen Moment gibt, wo so eine männliche Brennnesselpflanze sozusagen in ihrer vollen Potenz, in ihrem jetzt will ich bestäuben, steht, dann kann man wirklich draußen in der Natur sehen, wie so kleine Stäubchen, wie dieser feine, feine Staub praktisch wie so in so kleine Wölkchen weggeht und Richtung zu den weiblichen Pflanzen rübergeht. Ich habe es erst ein einziges Mal live gesehen und da bleibst stehen wie angewurzelt. Da vergisst du Raum und Zeit und guckst nichts anderes mehr an. Das geschieht meistens an so einem richtig schönen Sonnentag und da reicht so ein klitzekleiner Sonnenstrahl, der jetzt auf so eine männliche Blüte geht und geht's los. Was ich spannend finde, du hast gesagt, das ist die chlorophyllreichste Pflanze, also so bei uns in der Umgebung. Ich glaube jetzt zum Beispiel Chlorella hat noch mehr Chlorophyll, aber ist ja auch eine Alge. Genau. Ich finde, dafür sieht sie aber relativ hell aus. Also hell, sie sieht ja eher hellgrün aus und es gibt ja Pflanzen, die sind tief dunkelgrün, aber scheinbar scheint es nicht das primäre Merkmal für chlorophyllreiche Pflanzen zu sein. Nee, eigentlich nicht. Also grün klar, je dunkler, je intensiver denkt man. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal gucken in der Kosmetikindustrie, die färben ganz, ganz viele Dinge, wie unter anderem zum Beispiel Zahnpasta mit Brennnessel. Weil auch hier so eine starke Grünkraft drin ist, dass man alles Mögliche mit färben kann.
Wiederum faszinierend ist, wenn man sich aus der Brennnessel einen Tee macht, dass der 3-2-1 eigentlich eher braun bis schwärzlich aussieht. An was kann das jetzt liegen? An dem vielen, vielen Eisen, das die Brennnessel enthält. Ah, ja. Also ein Brennnesseltee, der mal eine Stunde gestanden ist, der sieht echt merkwürdig aus, weil er dann auch oft oben mal wie so eine hauchdünne Schicht hat, wo man denkt, na, was ist denn hier passiert? Gehört alles dazu, alles ganz normal. Ich bin schon gespannt, was du uns noch alles über die Inhaltsstoffe verrätst, weil die Brennnessel hat ja quasi so viele Sachen in sich. Gefühlt könnte man sich auch ein paar Wochen zumindest fast nur davon ernähren und Ja. würde kaum Mangelerscheinungen bekommen. Bin ich echt Genau. gespannt, was du da noch so Jetzt kommen zeigst. wir erstmal zu den Heilwirkungen. Also sie ist harntreibend und harnsäureabführend, durchspült unsere Harnwege, ist stoffwechselanregend, blutreinigend und blutbildend. Bei allen Hautkrankheiten, sie wirkt regenerierend, wunderbar bei Erschöpfung, harmonisiert den Blutzuckerspiegel, entzündungshemmend und ganz toll bei Heuschnupfen. Wenn man das jetzt so alles liest, denkt man, ja, das sind alles tolle Sachen, aber das gibt es ja bei vielen, vielen anderen Pflanzen auch. Stimmt. Es kommt nur immer auch auf die Dosis an der Wirkstoffe. Also auch wenn viele Pflanzen jetzt zum Beispiel Bitterstoffe haben, ist ein Wermut ja trotzdem ganz anders von der Konzentration der Bitterstoffe her, wie zum Beispiel eine Schafgarbe, die auch sehr viele Bitterstoffe hat. Also da dürfen wir immer so ein bisschen unterscheiden. Was das Voranstehende bei der Brennnessel ist, ist wirklich dieses Harntreiben, das heißt dieses Durchspülen. Somit stärkt sie natürlich auch unsere Nieren, die Nebennieren, unsere ganzen ableitenden Harnwege sozusagen. Und genauso intensiv ist sie aber auch, wenn es um das Blutbildende geht. Einfach durch das viele, viele für uns super bioverfügbare Eisen, das sie enthält. Und zudem enthält sie jetzt nicht nur Eisen, sondern viele Menschen, die heute Eisen einnehmen in Kapsel, Trachéform oder wie auch immer, steht meistens auf der Packung drauf, plus Vitamin C, entweder als Hagebuttenpulver oder sonst irgendwas. Wenn wir heute wissen, Vitamin C erleichtert praktisch die Aufnahme des Eisens in den Körper. Da kommt die Brennnessel um die Ecke. Sie hat beides in sich und zwar so, dass es wirklich super aufgenommen werden kann. Ja, und jetzt gehen wir ein bisschen gezielter zu den Inhaltsstoffen. Das heißt, wir haben hier Kieselsäure für Haut, Haare, Knochen, Bindegewebe. Sie enthält Kalium für unseren sauren Säure-Basenhaushalt und reguliert den Wasserhaushalt. Calcium für Zähne, Knochen, Immunkraft. Magnesium als Antistressmittel, entzündungshemmend, Antioxidanz. Und Magnesium natürlich auch für alle Menschen, die immer wieder mal Wadenkrämpfe, andere Krämpfe kriegen. Und da durfte ich sie jetzt auch mal erleben, wo ich eine Wanderung mit Teilnehmern gemacht habe. Und ab der Hälfte, das geht so durch ein wunderbares Waldgebiet, Nordschwarzwald. Und ich merke 3-2-1, ich kriege so einen Krampf im Fuß. Das fing unten an der Fußsohle an, ist dann die ganze Wade hochgegangen. Gott sei Dank fiel mir ein, dass Brennnessel viel Magnesium hat. Und so haben wir jetzt, ein paar Menschen haben mir dann Brennnesselblätter zugereicht. Ich habe sie runtergestreift, die ganzen Brennhaare geknüllt, gerollt, gegessen. Und die Brennnesselblätter, die können wir wirklich essen wie so ein Dauerkaugummi. Nach 5 Minuten habe ich nimmer das Gefühl gehabt, hier krampft was. Nach 10 Minuten konnte ich weiterlaufen und es war erledigt für den Tag. Und das Spannend. sind die kleinen Momente, weißt, alles, was du selbst erlebst am eigenen Leib, das weißt du. Das braucht dir niemand mehr erzählen, das weiß man einfach. Ja, dein Eisen für die Blutbildung, für unser Herz, Sauerstoffversorgung der Zellen und natürlich für unsere Lebenskraft. Natrium für die Flüssigkeitsverteilung um und in den Zellen, Nerven und Muskeln. Dann haben wir hier Mangan mit drin für den Energiestoffwechsel, Aufbau, Knochen und Knorpelgewebe. Phosphor, Energieumwandlung stärkt wiederum auch die Knochen und Zähne. Zink, elementar für enzymatische Prozesse, Schwermetallentgiftung, Immunstärkung und natürlich auch entzündungshemmend. Dann haben wir drin Vitamin A, B2, B5, E und K und in großen Mengen Vitamin C. Eiweiß
Ist auch eine ganz ordentliche Menge. Also für alle Menschen, die kein Fleisch essen oder auch Veganer, wo kriege ich immer meine Eiweißquellen her? Zum Beispiel durch die Brennnessel. Sie enthält Saponine, die schleimlösend wirken und unsere Drüsen anregen. Flavonoide, auch sie entzündungshemmend, antiallergen, arterielle Durchblutung und Zellschutz. Ich habe versucht, es kurz zu halten, aber wenn man so ein bisschen ausführt, was macht es eigentlich im Einzelnen, dann dauert es doch ein bisschen länger. Und manchmal finde ich, ist das wiederum das, ich fühle meinen Verstand gerade mit, boah, das ist alles drin, wow, was die Brennnessel alles kann. Und was nicht, was gar nicht draufsteht, ist, also was für die meisten Wildpflanzen ja zutrifft, dass sie auf einem sehr nährstoffreichen Boden wachsen, also wo auch die ganzen Mineralien und Spurenelemente und Ultraspurenelemente drin sind, die in einem natürlichen Boden und natürlichen Nahrungskreislauf vorkommen. Und da sind dann auch in kleinen Mengen halt auch noch andere Sachen drin, wie, das wäre ein Beispiel, was weiß ich. Molybdän oder vielleicht auch ein bisschen, ganz, ganz bisschen Silber oder Gold oder das sind ja so ganz kleine Elemente, die im Periodensystem sind, die aber in ganz geringen Mengen in einem natürlichen Boden vorkommen. Und bei Wildpflanzen ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man noch das in ganz kleinen Mengen abbekommt. Das finde ich auch immer erwähnenswert noch zusätzlich. Sören, super, vielen Dank für diesen Hinweis. Und wenn man sich das jetzt anschaut, das ist so ein kleiner Trampelpfad im Wald. Und da haben wir noch einen gesunden, gewachsenen Boden. Da ist nichts mit Monokultur und irgendwas, wo der Bauer zweimal im Jahr die ganze Erde umdreht und dann wieder zudüngt und häppelt und päppelt. Nee, und genau das ist ein ganz, ganz großer, ein großes Plus bei all unseren Wildkräutern, die eben wild und unbändig da draußen wachsen, die nicht genmanipuliert verändert wurden oder schon gärtnerische Varianten gezüchtet wurden. Hier haben wir die Ursprungskraft der Pflanze gewachsen an Böden, wo noch ganz viel drin ist. Und wie du sagst, sie nimmt all diese Stoffe auf und wir haben sie nachher in ihren Blättern drin. Ja, jetzt kommt noch was ganz Spannendes. Und zwar, sie hat also weder Stacheln noch Dornen, sondern sie hat Brennhaare. Und die sieht man hier jetzt mal wunderschön. Das sieht aus wie so kleine Spitzen. Und wenn ich hier, wenn man da mal genau ranschaut, das ist so, wie so ein Käppchen ist da vorne drauf. Also diese Brennhaare sind letztendlich wie kleine Kanülen. Und was passiert, wenn man jetzt so eine Brennnessel streift oder drankommt? Sobald sie diesen Unsere Haut berührt, bricht praktisch vorne dieses kleine Käppchen ab und es schießen diese Inhaltsstoffe raus, die ein bisschen ähnlich sind wie Bienengift, Ameisensäure. Und genau das verursacht diese Quaddeln, dieses Jucken. Also es wird injiziert in unsere Haut. Was enthalten diese Brennhaare? Unter anderem Serotonin. Wirkt stimmungsaufhellend, wird abends in Melatonin umgewandelt. Dann haben wir das Acetylcholin. Signalübertragung der Nervenzellen an die Muskulatur fördert die Gedächtnisleistung und sie enthalten Histamin. Ist verantwortlich für den Wach-Schlaf-Rhythmus, die Konzentration, Gedächtnis und Emotionen. Und jetzt kommt natürlich immer wieder die Frage auf von Menschen, oh Gott, ich weiß genau, ich habe eine Histaminintoleranz, kann ich denn trotzdem die Brennnessel zu mir nehmen? Dieses Histamin in der Brennnessel kann man nicht vergleichen mit Histamin aus anderen Nahrungsmitteln. Ich kenne einige Menschen, die sagen, ich habe das jetzt mal probiert mit der Brennnessel und habe eine vierwöchige Kur gemacht. Mir geht es heute wesentlich besser als zuvor. Denn was macht sie bei allem? Wir haben vorhin gehört, auch bei Heuschnupfen. Das heißt, es ist wie eine Regulation. Wie viel Histamin schüttet mein Körper aus und kommt in diese Überreaktion wie bei den ganzen Pollenallergien. Und da haben wir eine ganz, ganz gute Chance mit der Brennnessel jetzt im Frühling. Sie als Tee trinken, sie frisch essen, egal in welcher Form zu uns nehmen. Sie kann praktisch diese überschießenden Histaminreaktionen regulieren. Ja, So, sehr und weil spannend. das, ja. Ich habe gesagt, ja, sehr, sehr spannend. Weil das hört man auch häufiger, wie du gesagt hast. Ja, ich vertrage das nicht wegen Histamin. Genau. Aber die Erfahrungen zeigen ja teilweise was anderes, wie du gesagt hast. So ist es.
Es ist halt so, dass viele Menschen, die jetzt die Diagnose auch haben, die sind natürlich inzwischen überängstlich, weil sie sich ja schon durch sämtliche Nahrungsmittel oft mal durchprobiert haben und wissen, das kann ja alles nicht mehr essen. Weil wo dieses überschießende Histamin ist, sind natürlich auch noch oft noch viele andere Allergien, ein schwaches Immunsystem und das ist so ein richtiger Cocktail von, da geht die Lebensfreude verloren. Und weil das alles so toll ist mit diesen Brennhaaren und mit den Stoffen, die da drin sind, gibt es eine ganz alte Methode, die heißt Urtifikation. Ganz einfach, man nehme ein Stängelchen von der Brennnessel, halte sie unten und dann klopft man auf schmerzende Stellen. Schmerzen kann sein, wie jetzt hier beim Thomas, der hatte einfach einen steifen Hals, konnte sich fast nicht mehr bewegen, bis hin zu Knieschmerzen, Gelenkschmerzen, Arthrose, Rheuma, Verspannungen, Gichtanfälle, also all diese Geschichten, wenn man so viel probiert hat und man muss echt an so einen Punkt kommen, oh Gott, mir hilft sowieso nichts mehr, bis man mal bereit ist, das mit der Brennnessel zu versuchen. Durch dieses Klopfen brechen jetzt die Brennhaare auf, diese Stoffe schießen praktisch unter die Haut. Und all das, was wir jetzt vorhin gehört haben, hast du dann praktisch wie so ein Soforthilfemittel an Ort und Stelle, wo die Verspannung, wo die Entzündung ist. Was passiert jetzt? Dein Körper schickt jetzt sofort sämtliche Selbstheilungskräfte dorthin. Das heißt, die Flüssigkeit wird erhöht, die Lymphe wird damit angeregt, es werden Stoffe angeregt, damit die Entzündung abklingen kann, die ja jetzt praktisch nochmal wie künstlich durch diese Urtifikation hervorgerufen wurde. Aber eigentlich beginnt dein Körper jetzt die eigentliche Entzündung, nämlich den Gichtanfall oder die Arthrose, Arthritis, nochmal ganz, ganz neu mit körpereigenen Stoffen zu versorgen. Es ist eine Stimulation für den Körper. Ja, es tut weh. Ja, es quaddelt. Bei ihm war es so, er kam wirklich so daher und vielleicht eine halbe Stunde, nachdem ich das mit ihm gemacht habe, nicht freiwillig, er musste mich dazu überreden, weil ich genau wusste, wie ich ihm jetzt weh tue, sagte, guck mal. Und er konnte sein Kopf um einiges mehr bewegen wie vorher. Was jetzt nur ganz wichtig ist, wenn man es zum Beispiel auch in den Händen hat, dass man diese Körperstelle möglichst 3 Tage nicht mit Wasser berührt, also nicht kurz unters Wasser halten oder Hände waschen. Das kann einen fürchterlichen Juckreiz geben. Das ist dann diese Reaktion, wenn Wasser draufkommt. Wenn es nicht anders geht, waschen wir es natürlich und nehmen den Juckreiz in Kauf. Aber so gerade am Nacken, Schulterbereich oder wo auch immer, Ellbogen, Knie, einfach mal 3 Tage nicht duschen. Und dann haben wir hier eine ganz, ganz tolle Wirkung. Man kann das natürlich täglich wiederholen oder jeden zweiten, dritten Tag. Und es ist immer wieder ganz, ganz erstaunlich, was Menschen erzählen, die durch die Roskur mal durchgegangen sind. Es gibt ja auch Leute, die baden nackt in Brennnesseln. Ist das dann nochmal die XXL-Variante davon? Habe ich noch nie gemacht. Ich kann mir es ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass ich das je machen werde. Und Aber kennst du es, Leute, die es gemacht haben? nee, ganz Nicht? ehrlich noch nicht. Okay. Aber was man noch machen kann, es gibt eine ganz wunderbare Frau, die Mechthild Frientrop. Sie hat ein Buch über die Brennnessel geschrieben mit ganz, ganz, ganz vielen. Ach, ihre ganze Liebe ist in dem Buch praktisch mit drin, auch von wie mache ich eine Tinktur und was kann ich alles machen, erzählt ganz viel über die Brennnessel. Aber sie macht vor allem auch, sie verarbeitet praktisch diese abgetrockneten, abgestorbenen Stängel im Winter und macht daraus Nesselstoff. So, und die Mechthild in ihrer tiefen Verbindung zu dem Pflanzenwesen hat gesagt, wenn du ein Brennnesselblatt nimmst und es ganz kurz und sanft hier auf dein drittes Auge klopfst, dann gehen diese Stoffe hinein an diese Stelle und sie regen deine Zirbeldrüse an. Sie regen deine Hypophyse an zu mehr Tätigkeit, zum praktisch wie aufmachen, dass noch mehr Licht hereinkommt. Ich habe es schon ein paar Mal versucht, also mir tut's gut. Ich muss bloß aufpassen, dass ich da nicht geschwind mal so, ach komm, ich mache das geschwind und dann habe ich so einen Fleck hier an der Stirn, sondern dass man da wirklich sanft und vorsichtig ist. Denn was lehrt uns die Brennnessel hauptsächlich? Achtsamkeit. In allen, allen Bereichen Achtsamkeit.
Man stelle sich vor, 80 Millionen Deutsche hätten das mal gemacht für ein paar Tage lang. Sich ein bisschen in den Zirbeldrüse, um die Zirbeldrüse gekümmert mit einem Brennnesselblatt. Vielleicht wären dann einige Phänomene der letzten Jahre anders verlaufen. Wer weiß. Brennnesselwasser. Das ist jetzt meine ganz einfache Variante für alle, die sagen, oh, geh mal weg mit Tee, ich kann keinen Tee trinken, ich mag das nicht, ich will das nicht. Es kommt der Frühling, es kommt ganz sicher der Sommer, dort wird es wieder warm, auch hier wächst die Brennnessel. Und was ich einfach liebe, ich habe hier so ein ganz spezielles, sehr, sehr leeres Wasser und da gebe ich immer wieder gern Kräuter rein. Unter anderem einfach auch mal nur so ein Zweigchen Brennnessel. Du musst gar nichts mitmachen, außer in den Krug rein, das Wasser draufgeben, 2 Stunden stehen lassen. Genau 2 Stunden stehen lassen. Und dann geht praktisch wie die Energie, die Schwingung, die Information der Brennnessel in dieses Wasser über. Das ist sehr weich und sehr aromatisch schmeckt, hat nichts jetzt mit purer Grünkraft oder irgendwelchen Bitterstoffen zu tun, die eh fast nicht in der Brennnessel drin sind. Es ist absolut erfrischend und es schenkt uns Energie, und zwar Lebensenergie. Was sagst du zum Thema abwaschen oder nicht? Die Brennnessel? Als ordentliche Kräuterfrau, die jetzt draußen steht mit ihren Teilnehmern oder die jetzt einen Kräuterkurs gibt, muss ich natürlich immer sagen, bitte wascht eure Kräuter, egal was es ist. Hm. Egal, wo ihr es geerntet habt, wascht es unbedingt. Ich, Christel, würde es niemals waschen. Und warum nicht? Pflanzen, auch die Brennnessel, die haben praktisch an ihrer Oberfläche so etwas Ähnliches wie ein Mikrobiom. Und dort sind ganz, ganz viele Stoffe an der Oberfläche, unter anderem eben auch ätherische Öle, Vitamine sind manchmal ganz hier oben angelagert. Wenn ich die jetzt mit heimnehme und erstmal richtig schrub und wasch und um Wasserhahn, habe ich all die wunderbaren Stoffe weggewaschen. Wenn ich sie mit heimnehme, um sie für einen Tee zu trocknen, dann mache ich sie doch nicht erst nass und brauche noch länger und habe wieder das Beste abgewaschen. Ich für mich wasche meine Kräuter nicht. Aber du achtest schon auf die Stellen, wo du sie sammelst, dass die relativ unberührt sind. Keine Autos, keine Hunde und auch wahrscheinlich möglichst wenig Menschen, sondern du hast da so ein paar Stellen, wo die noch relativ natürlich sind, Genau. ursprünglich. Also ich komme jetzt noch mal zu meinem Waldweg hier zurück. Wo war er? Ah. Jetzt. Ich wohne mittendrin in Stuttgart und das hier ist ein Laubwald, der ist 8 Kilometer weg von mir. Das heißt, ich bin relativ schnell dort mit dem Auto. Okay, ich laufe nicht. Es ist für mich Auszeit. Es ist pure Erholung. Ich bin mittendrin im Wald. Es ist Am Wochenende ist Halligalli, unter der Woche ist hier sehr ruhig und still. Wenn die Brennnesseln mal so 1 Meter hoch sind, sind sie oft mal noch vor der Blüte. Man kann sie wunderbar ernten. Und auch bei jeder Wiese, bei jedem Waldrand, wenn du einfach 1 Meter reingehst, da können wir ganz, ganz sicher sein, dass hier zumindest keine Hunde entlang gelaufen sind. Und wer jetzt sagt, ja, aber, und wenn die Brennnesseln noch ganz klein sind und wenn die Hunde drauf machen, du hast recht. Aber bis eine Brennnessel dann 1 Meter hoch ist, dann hat es so oft geregnet und alles Mögliche ist abgewaschen. Ja, also immer wieder hinfühlen, wie fühlt es sich für mich an, an dieser Stelle zu ernten? Wenn es sich gut anfühlt, dann macht es. Und auch ich würde natürlich nie an vielbefahrenen Straßen oder direkt am Rand von der Hundemeile ernten. Nee, ich laufe dann so ein bisschen weiter ins Gebüsch. Noch eine Frage, jetzt, das fällt mir wieder ein. Ich habe das damals in meinen Anfängen gelesen, dass man eher so die oberen Blätter nur nehmen sollte. Und das habe ich bis heute beibehalten, dass ich einfach von oben reingreife, mir das pflücke und den Rest so lasse. Wie, was ist das richtig oder? Ich lese das immer wieder. Ja. Man pflücke die oberste Triebspitze oder die obersten Blättchen und dann stehe ich da in meinem kleinen Wäldchen vor meiner Brennnessel und gucke die so von oben bis unten an und denke, warum? Warum sollte ich das tun? Ich nehme doch jetzt lieber ein paar Stängel, die schon so groß sind
Natürlich gucke ich die unteren Blätter an, weil oft ist man so, nicht nur wir Menschen wissen, wie gesund und toll die Brennnessel ist. Kleine Tierchen, wie zum Beispiel bestimmte Raupen von dem Schmetterling, die wissen ja auch, wie gut es ist. Das heißt, die sind oft mal ein bisschen angeknabbert, ein bisschen löchrig oder was auch immer. Mir macht das nichts aus, aber wenn man hier heikel ist, dann muss man halt gucken, ab wo sind die Blätter okay. Wie gesagt, so ernte ich, weil für mich ist immer ein komisches Gefühl, aber in der Brennnessel, die ja auch heute noch immer als Unkraut dient, beschrieben wird, an, sagen wir mal, 10 Pflanzen einfach überall die obere Triebspitze abzumachen, das fühlt sich für mich nicht gut und nicht richtig an, weil ich dann ganz, ganz viele Pflanzen in ihrem Wachstum begrenzt habe. Dann wird es natürlich so ab Ende des Sommers, ab Mitte des Sommers ganz spannend. Wir haben hier immer noch die grünen Blätter der Brennnessel, je nachdem, wie der Sommer verläuft, je nachdem, wo du wohnst, je Sieht nach ziemlich Temperaturen im Sommer. kräftig aus, also Ja. massiv. Bilden sich jetzt die Samen. Und wir haben ja vorhin gesehen, die weiblichen Blüten, die hängen ja praktisch auch schon so nach unten. Und so ist natürlich auch bei den Samen, wenn die dann erstmal reif werden. Wir sehen hier noch ein paar grüne. Das hier sind braune. Und jetzt kommt natürlich diese große Frage, wann ernte ich Brennnesselsamen? Ernte ich die grünen oder ernte ich die braunen? Da Und hast das du ist so als ein Kräuterfrau auch deine eigene Meinung, habe ich schon mal in einem anderen Interview gehört. Ja, das ist so eine 50-50-Sache. Also es gibt viele, die sagen, unbedingt grün sammeln. Für mich ist jeder Same, der irgendwann mal braun wird, aber jetzt noch grün ist, der ist einfach nicht reif. Für mich hat hier noch nicht, hat sich alles vollzogen, um praktisch alle Stoffe in diesen Reifegrad hineinzubringen. Für mich sind Samen dann reif, wenn die Pflanze, die Mutterpflanze, in dem Fall dieser Stängel, praktisch von alleine die Pflanzen, die Samen loslässt. Und deshalb sammle ich immer erst, wenn sie braun sind, manchmal sogar leicht schwärzlich. Dann sind meistens auch diese Blätter nicht mehr grün, sondern schon braun. Und jetzt gehe ich einfach mit einem Papiertütchen drunter und schüttel. Da brauche ich nichts abribbeln und nichts abschneiden, sondern ich schüttel es einfach. Die reifen Samen fallen in mein Tütchen. Ups, das sieht dann so aus. Da sind wir dann mit den Papiertüten unterwegs und da sieht man auch mal, wie groß so eine Brennnessel werden kann. Das ist also nicht so ein kleiner Pimpf am Wegesrand, sondern die können ganz ordentliche Größe bekommen. Über 2 Meter dann, oder? Also deutlich über 2 Meter sah die eine gerade aus. Bitte? Über 2 Meter sah die eine gerade aus. Ja, genau. Und auch Auch richtig, das. richtig holziger Stiel, ja. Also sehr richtig breit. Klingt wie ein Ja, und Finger. das schafft die innerhalb von einer Saison. Das heißt, jetzt im März kommen sie praktisch aus der Erde und bis im Juli, August, September hat sie so eine Größe erreicht. Kommt natürlich immer auf den Boden an, auf die Erde an. Genau das, was du vorhin erwähnt hast, Sören. Je mehr hier natürlich eine reichhaltige Erde da ist, desto mehr kann sie aus den Vollen schöpfen und wird entsprechend groß. So sieht das Ganze aus der Nähe aus und ihr seht jetzt vielleicht auch schon den Grund, warum ich hier mein Papiertütchen einfach drunter halte und schüttle. Auch das sind Brennhaare. So, und diese Brennnesselsamen sind absolute Powerbündel, sind Energielieferanten, gelten als volksheilkundliches Stärkungsmittel. Sie aktivieren unsere Lebenskraft, sind aufbauend nach schweren und langen Erkrankungen, bei Erschöpfungszuständen, bei Immunschwäche, nach Infektionskrankheiten, harmonisieren unser Hormonsystem, egal ob Männlein oder Weiblein, und gelten seit Jahrhunderten, wenn nicht noch viel länger, als Aphrodisiakum. Spannend. Ja. Manche bezeichnen das auch als unseren einheimischen Ginseng von der Wirkung her, was Regeneration angeht und unseren Körper einfach praktisch wieder so aus dieser Schräglage ins gerade Stehen zu bringen. Aphrodisiakum, also in vielen, vielen ländlichen Gebieten, egal ob wir jetzt ins Allgäu gehen oder ganz hoch in die Berge oder sonst wohin, haben die Frauen früher bergeweiß Brennnesselsamen gesammelt. Und die wurden den ganzen Winter über als Zugabe in Suppen aufs Butterbrot und frag mich nicht, wo überall dazugegeben. Wie nennt sich das immer so schön? Um die
dass die Männer ihre ehelichen Pflichten erfüllen können und damit der Haussegen nicht schief hängt, sondern dass die Ehe gut auch nach Jahrzehnten noch vollzogen werden kann. Spannend. Das Tolle ist auch, dass diese Samen, also ich finde, die schmecken nicht wirklich nach irgendwie, nach viel. Sie sind eher ein bisschen geschmacklos, was das Ganze aber sehr, sehr vereinfacht, denn so kann ich sie wirklich ganz regelmäßig zu mir nehmen. Wenn ich jetzt, warum auch immer, nicht die Zeit habe oder andere Gründe dafür sprechen, dass ich mir das selber sammle, kann ich auch bei hochwertigen Anbietern, die sich mit der Thematik auskennen, auch Brennnesselsamen mir kaufen. Spricht da was irgendwas dagegen? Aus meiner Sicht nicht. Also guck bitte, bitte, dass es möglichst Demeter ist, weil dann ist auch hier nicht vorher irgendwas behandelt worden. Das heißt jetzt nicht, dass die Brennnesseln irgendwie genmanipuliert wurden oder gärtnerische Varianten da sind, aber hier gibt es natürlich inzwischen auch viele, die das in Monokultur auf dem Acker draußen machen. Da haben wir natürlich nicht mehr all die Stoffe im Boden, aber wenn du einen Anbieter hast mit Demeter-Samen, dann geht es sicherlich auch gut. Und ansonsten kann ich nur sagen, jeder, der das mal irgendwann angefangen hat, wird es jedes Jahr aufs Neue wieder machen. Denn der Tag, wo ich draußen bin und meine Brennnesselsamen sammle, es ist Auszeit. Ich bin so im gegenwärtigen Moment, weil keine Pflanze bringt mich so schnell ins Hier und Jetzt wie die Brennnessel. Einmal daneben gefasst, einmal Gedanken schweifen lassen, nicht hingeschaut, nur hingefasst und biu, dann darf ich sie spüren. Und gleichzeitig, wenn ihr vor so einer Brennnessel steht, Brennnessel, ich danke dir, dass du mit uns hier auf der Erde bist. Und ich bitte dich jetzt um die Ernte der Blätter, um die Ernte deiner Samen. Ich segne dich mit der Liebe meines Herzens und ich danke dir. Du bist ab dem Moment mit dem Wesen der Brennnessel in Verbindung. Du sammelst jetzt mit deinen Händen und nicht mit irgendeiner Maschine, die durchrattert und das Ganze abschreddert. Du hast deine Energie, deine Hände und deine Gedankenkraft mit jetzt in den Samen drin. Kannst du nirgends kaufen. Diese Samen enthalten auch Eiweiß, Carotinoide, bis zu 30% fette Öle, Linolsäure, wertvolle ungesättigte Fettsäuren, Vitamine A, B, C und E. Auch hier wieder Eisen, Kalzium, Kalium und sie haben eine östrogenartige Wirkung. Für Männer, für Frauen tut uns einfach gut. Und nochmal, es ist ein absolutes Mittel, um gut alt zu werden, um uns auf ganz, ganz natürliche Art und Weise zu unterstützen, den Körper in all seinen Funktionen zu haben. Denn was wird denn als erstes abgeschaltet? Je mehr unser Körper in die Krankheit geht, das Immunsystem schwächelt, abgeschaltet wird die Sexualkraft, weil das braucht man nicht unbedingt. Und auch sowas gehört aber zur Lebensfreude dazu. Und auch dafür steht die Brennnessel. Ich wollte noch ein etwas dunkleres Kapitel mit dir ansprechen. Die wurde ja teilweise sogar verboten, in Frankreich zum Beispiel. In was für einer Welt leben wir? Also ich bin immer wieder einfach sprachlos, wenn ich sowas höre. Und ich meine, es geht ja schon seit Jahrzehnten darum, dass immer mehr Heilpflanzen praktisch wie aus dem Sortiment genommen werden. Immer mehr Heilpflanzen werden zu leicht giftig bis sehr giftig eingestuft, obwohl sie seit Jahrhunderten in der Volksheilkunde sehr, sehr erfolgreich angewendet werden. Das Ziel einiger großer Nahrungsmittelkonzerne ist ja, dass alles quasi in Monokulturen wächst. Spezielles Saatgut, das man auch gerne mit Pestiziden, Fungiziden, Herbiziden behandelt. Da ist dann vielleicht die Brennnessel ja auch so ein Dorn im Auge, weil eigentlich tut es ja niemandem was. Und es hat sich seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden bewährt. Was ist das Geheimnis des guten Altwerdens? Wir sind oft mal Menschen, die in Regionen leben, die eben nicht so eine Riesenpalette an Nahrungsmitteln, an absoluter Vielfalt hatten, sondern die, heute würde man sagen, regional und saisonal gegessen haben, nämlich das, was vor der Haustüre wächst. Kurze Durchsage an dieser Stelle. Das Video ist jetzt hier auf YouTube zumindest vorbei. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Mein Kanal wurde entmonetarisiert und ja, ich weiß nicht, wie lange der noch besteht. Und deswegen lade ich häufig bei Videos die Vollversion woanders hoch.
Und wenn du das komplette Video sehen möchtest, in voller Länge, unzensiert, natürlich 100% gratis, dann klick einfach hier unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung und dann kannst du das komplette Video mit der Christel noch anschauen. Ja, es gibt noch viel Spannendes zu erfahren. Noch über 20 Minuten kommen an Videomaterial, die man auf jeden Fall nicht verpassen sollte. Und wie gesagt, einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung klicken und dann innerhalb, ja, kurzer Zeit mit wenigen Klicks könnt ihr die Vollversion anfordern. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß damit und wir sehen uns wieder im kompletten Video und bis zum nächsten Mal, euer Sören. Ciao.